Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Wir sind beim letzten Mal genau hier stehen geblieben und wir machen uns jetzt einen Weg hoffentlich dort vorne herüber. Aber das sieht genau nach dem aus. Ja, perfekt. Ah, cool, können wir auch hiermit zerschlagen. Das passt doch super und dann sind wir hier in einem neuen Raum. Oh nein, nicht schon wieder so einer hier. Okay, was macht er jetzt? Okay, gut zu wissen. Boah, was ist das denn für ein Mist? Ich schätze ja mal, wir brauchen unseren Bogen. Alter! Ich weiß doch überhaupt gar nicht, was ich mit dir tun muss! Okay, dann schätze ich doch, dass es was mit den Eisfallen zu tun hat. Jetzt müssen wir aber trotzdem... Nein! Nein! Oh. So, den hier und ich hätte gerne die Eispfeile und... Da kann ich gerade... Na! Getrost drauf verzichten, wollte ich sagen. Scheiße. Wir haben ihn noch nicht. Nein. Nein. Wow. Oh, Gott sei Dank, ey, wir haben ihn. Ah, Alter. Da habe ich gerade ein bisschen Angst gehabt. Okay. Ja, natürlich, hier findet man alles außer das. Das ist doch nicht dein Ernst. Du bist mich doch total am Verarschen, oder? Ich brauche Lebensenergie. Hallo? Ich möchte gerne Lebensenergie haben, bitte. Lass da ein Herz drin sein. Alter, der ist mich hier total am Verarschen. Nicht dein Ernst. Die kommen immer wieder, aber da ist ja nichts drin. Okay. Ja, super. Ich freue mich. Ein Schlag, wir sind tot. Aber wir haben den Masterschlüssel immerhin schon mal. Das ist trotzdem arschknapp jetzt. Du hast den großen Schlüssel gefunden, jetzt kannst du die Tür zur Kammer des Endgegners öffnen. Ich freue mich. Zumindest zum Teil. So, ich hoffe jetzt einfach mal... Nein, da kommen wir nicht mehr durch. Wollt ihr mich alle verarschen? Das ist nicht dein Ernst. Scheiße. Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Nein. Nein, nein, nein. Geh hoch. Boah.
Okay, sind wir noch piepen? Okay, jetzt geht's wieder so halb. Ja, jetzt ist tatsächlich die Frage, wo geht's genau weiter? So, hier waren wir ja zum Beispiel noch nicht. Dann machen wir erstmal die kaputt hier, würde ich sagen. So, du stirbst. Wunderbar. Ah, okay, das ist die Truhe, die uns dann da noch fehlt. Können wir uns dann eigentlich... Boah, kommt er da dran? Na komm. Ha! Na super. Dafür haben wir uns das jetzt hier aufwendig gemacht. Okay. Das heißt aber noch nicht, dass wir über den Damm sind. Das mal gleich vorweg. Denn, wir müssen ja auch noch zu dem Endgegnerraum, ne? Weiß gar nicht, ob das jetzt gerade so klug ist, was ich vorhabe, oder ob ich nicht... Ich glaube, ich werde besser doch da hinten in den Raum wieder rein... gehen. Na komm. Na komm. Hast du keine Chance? Okay, vielleicht versuchen wir jetzt mal... tiefer. Einen von den beiden waren wir, glaube ich, nämlich noch... Boah, diese Kamera, ne? Ach so, okay. Das hilft auch nicht, alles klar. Boah, ist ne... Okay, wir müssen uns auf jeden Fall... Wir haben nur die Chance... Wenn wir... Alter, willst du mich verarschen? Ich hab gesagt, runter. Nein. Nein. Oh, Mann. Naja, so, das ist echt... Ich find's gerade ziemlich ätzend. Na... Boss. Hass, ey. Hass. Einfach nur purer Hass. Jetzt schwimm doch mal bitte dorthin, wo ich sage, dass du hinschwimmst. Danke. Okay. Hier waren wir noch nicht drin, aber das ist ja auch zu, ne? Tja. Okay. So, da ging es nicht weiter wegen den Wasserdingern. Boah,
Ich mag diese Wasserrätsel und sowas überhaupt gar nicht. Das habe ich schon bei Ocarina of Time gehasst. Und sie bringen mich jetzt hier gerade, merke ich, auch wieder extrem zum Verzweifeln. Aber ich habe eigentlich ja keine andere Möglichkeit, als jetzt hier noch zu gucken, dass ich noch das mitnehme, was ich halt mitnehmen kann. Jetzt wollte ich doch da rein. Oh Mann. Da noch zumindest, ja. So. Die Frage ist halt, wie komme ich da oben rein? Also willst du mich eigentlich verarschen? Nee. So, weil wir haben ja hier nur das grüne Rohr und da komme ich ja nicht. Ich hasse diese Wassertempel-Geschichten. Das grüne Rohr läuft auch nur hier oben lang, ne? Ich hab doch die Maske jetzt schon zweimal angetippt, danke. Okay, da kommen wir so auch nicht mehr weiter durch. Und da kommen wir wieder. Da kommen wir wieder dahin, wo wir eben schon waren. In den Master-Schlüsselraum. Boah, ey. Ja, gut. Ich bin mit meinem Latein ziemlich am Ende gerade. Tut mir echt leid. Aber ich habe keine Ahnung, wie oder wo wir hier weiterkommen könnten. Aber kommen wir ja nicht weiter. Zumindest nicht in die Richtung. Wir kommen nur zurück hier. Boah. Gucken wir nochmal, wir werden sogar hier über den Bosen geschleift, ey. So, und hier haben wir ja auch nichts mehr. Ja doch, klar, wir haben dieses Ventil in der Mitte, aber wir kommen ja an das Ventil so nicht dran. Ich wette schon, dass wir irgendwas mit dem Ventil auch wirklich machen müssen. So, da ist aber jetzt auch dann nichts Spezielles. Boah, die kommen aber auch schnell hier wieder, ey, ne? Ihr kleinen Drecksviecher. Alter Schwede, noch. Es ist garantiert irgendein Wasser-Level-Rätsel, also dass man irgendwie den Wasserstand oder so verändern kann. Ja, danke. Ich habe echt keinen Plan, wie oder was oder sonst wie. Wir haben ja hier auch wirklich nichts irgendwie, wo wir uns so Eisplattformen erstellen könnten. Gibt es ja de facto hier nicht. Tja, da bin ich echt gerade überfragt. Es tut mir leid, Leute.
Ich habe keine Ahnung. Ne. Okay, ich schlage Folgendes vor. Ich werde jetzt erstmal die Aufnahme hier unterbrechen. Dann werde ich mich mal ein wenig, ja, einlesen, weil das bringt nichts. Ich lasse hier zu viel Zeit verstreichen und dann kommen wir später hier nicht mehr durch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder und dann weiß ich hoffentlich besser Bescheid hier drüber. Ich bedanke mich an der Stelle erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Bis dahin. Nein, Moment. Okay, eine Sache probieren wir jetzt mal gerade noch, weil wir waren jetzt länger nicht mehr in dem Hauptraum, ne? Kommen wir da? Nein, da kommen wir nicht zurück. Oh, müssen wir auf die andere Seite, weil geht ja nicht, dass man hier zurückkommt. Wir waren jetzt nicht mehr in dem Hauptraum, in dem ersten. Vielleicht gab es da ja auch noch glitzernde Flächen im Wasser, die ich jetzt einfach gerade mal nicht mehr im Kopf habe. Oh, geh doch hoch, Mann! So. Nein! Boah, diese Kamera, ne? So, dann gehen wir dann noch mal ganz kurz doch noch mal hoch. Es ist nicht mehr die Hasenmaske. Ich brauche die Hasenmaske. Was denn? Okay. Vielleicht gibt es nämlich hier noch irgendwas in der Richtung. Mit glitzernden Flächen. Was ich nicht gesehen habe eben. Aber das sieht leider auch nicht so aus, ne. Verdammt. Okay. Das ist immer so. Wenn man hier reingeht, dann ist das immer so komisch. Aber ich würde sagen, ich speichere dann trotzdem mal kurz, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt dann direkt weiter aufnehme. Und dann, wie gesagt, ich lese mich mal ein. Es tut mir leid, aber es geht halt nicht anders. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da lassen. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder bei The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Bis dahin, tschüss!